Hallo. Es gibt Frauen, die mir ganz entzückende Briefe schreiben und die dann schreiben: Michaela, mein Augen-Make-up ist mit deinen Produkten so toll geworden, aber bitte, bitte, bitte ein bisschen was Farbiges. Es fällt mir sehr, sehr schwer, weil meine Philosophie ist ja, dass man mit drei Tönen Farben auskommt. Entweder die drei oder ohne die drei. Also mit drei Tönen Farben kommt man aus. Mit fünf Farben hat man schon die Vollausstattung. Wenn man sagt, ein bisschen schwarzen Lidstrich und so, bleibt auch weiter meine Philosophie, dass ich sage, es muss nicht viel sein an Lidschatten. Also alle möglichen Farbpaletten zu bunkern, bringt nicht viel. Was schon gar nicht sein darf, ist, dass wenn da Glanzpartikel drin sind. Glitzer ist wieder okay, aber Glanz ist ganz, ganz doll böse. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich mit dem Chefchemiker kurzgeschlossen. Was können wir für Farben machen? Und ich fange erstmal mit einer Farbpalette an. Vielleicht, wenn das Erfolg hat, ziehen noch weitere nach. Und die erste Palette, die kommen wird, ist Purple Lila. So, das sind die Farben. Ich habe schon ein bisschen mit Rum experimentiert. Das ist für die Kugel statt diesen Hautton ein Aprikot. Wer sagt, das sieht ja genauso aus wie auf der anderen Palette. Ich halte es mal so übereinander. Na, kann man schon sehen, das ist wesentlich wärmer, aber immer noch vertretbar. Also diese Farbe käme dann hier aufs bewegliche Lid. Das ist die Farbe, die die Kontur setzt, unten und in die Lidfalte. Und mit der Farbe kann ich noch ein bisschen auffüllen oder verpuscheln oder mischen oder wie auch immer, wie intensiv man das gerade haben möchte. Das heißt, ich zeige euch das mal in der Anwendung. Was ich empfehle, ist, das Augen-Make-up trotzdem so aufzubauen, wie ich das in meinen Filmen erklärt habe, ne, nach den Farben, um das Auge erstmal zu öffnen. Also nur mit Bunt würde ich da nicht dran gehen. Was man direkt anders machen kann, ist, man könnte hier direkt diesen aprikofarbenen Ton auftragen. Habe ich jetzt nicht, sondern ich habe das Make-up, was ich sonst unterrichte, einfach schon mal vorbereitet und jetzt kommt diese Farbe dazu. Ich fange auch, weil es am logischsten ist, mit der Aprikofarbe an und setze die aufs bewegliche Lid. Ich habe hier meinen Spiegel nebenan stehen. Ich bemühe mich, dass ihr mich seht, wenn ich mich schminke. Wenn ihr hier so ein bisschen Glitzer seht, ich habe vorhin etwas geholt, was ich euch gleich zeige, da war Glitzer dran. Und da ich so ein bisschen schwitzig bin, ist das da kleben geblieben. Also das ist ein Farbton, der wunderschönes Auge öffnet und auch direkt schon ein bisschen Farbe bringt. Dann setze ich am unteren Wimpernrand den dunkelsten Violettton drüber. Ich weiß noch nicht, wie er heißen wird, weil diese Palette kommt auf jeden Fall vor Weihnachten. Ich hoffe, dass sie vor Dezember kommt, aber es ist immer ein bisschen schwierig mit der Produktion von neuen Produkten, wenn das so holladipolder gehen muss. Vielleicht, wenn wir ganz großes Glück haben, Mitte, Ende November. So, das habe ich also jetzt ein bisschen drüber getupft. Da werdet ihr sagen, da ist ja kaum Unterschied. Aber wenn man von nah guckt und mit gutem Licht guckt, kann man da schon einen deutlichen Unterschied erkennen und sieht einfach schön weich aus. Wer sagt, das ist mir zu hart, kann mit dem Puschelchen das Ganze auch noch etwas verteilen. Dann geht das mehr in den Bereich Smoky Eye. Und genau dieses Puschelchen nehme ich auch, um genau denselben Farbton in die Lidfalte zu bringen. Ach, hier ist ein dunkles Haar von mir, beziehungsweise habe ich beim Wimperntuschen das Haar angemalt. Ich dachte schon, was ist denn das? So, also ich gehe mit dem Violett hier in die Lidfalte mit dem Puschelchen. Ja. Und auch noch ein bisschen an den Wimpernrand. Also praktisch wie so eine kleine Ecke. So habe ich jetzt erstmal grob aufgebaut und gehe dann mit dem Schlupfi-Puschel einmal so drüber, um das zu verteilen. So, wem das jetzt immer noch zu wenig lila ist, kann ja mit der mittleren Farbe, also das ist schon lila, so, einfach da nochmal so ein bisschen drüber, haha, jetzt kann man was sehen, ne? Und mit dem hellen, also ihr seht, ich habe beides hier an einem Applikator, braucht den nur rumdrehen
und lass das so ein bisschen ineinander laufen. Also wer jetzt sagt, ich sehe immer noch kein Lila, da weiß ich nicht, der muss vielleicht mal zum Optiker. Also das dunkle Violett, das ist so ein schimmerndes, verstecktes, nicht schimmernd, weil ist ja kein Schimmer drin, ist ja matt. Nein, das ist ein falsches Wort. Es ist nicht schimmernd, sondern so ein verstecktes Violett, was so ein bisschen verrucht machen kann. Perfekt für Smoky Eye. Und da man diese beiden Farben ja wunderbar miteinander mischen kann, kann man die Intensität auch erarbeiten, wie intensiv möchte ich das haben. So, was jetzt auch noch eine prima Geschichte ist, man kann hier an dem Lidschatten sehen, hier sieht es ein bisschen komisch aus, das liegt daran, dass ich damit einen Lidstrich gemacht habe. Mit meinem neuen Produkt Fixie, das ist noch der Prototyp, ist auch bei mir jetzt, wo ich den Film drehe, noch nicht da. Jetzt sagt ihr, warum drehe ich die Filme vor? Ja, ich fühle mich heute so gut aussehend, wenn man das mal so von sich selber behaupten kann, dass ich mir gedacht habe, so diesen Film mit der violetten Palette und mit dem Lidstrich, den ziehe ich vor. Wer weiß, wann ich das nächste Mal so gut aussehe. Deswegen, dann, wenn ihr den Film seht, sind vielleicht schon 2-3 Wochen vergangen zu dem Datum, wie ich den aufgenommen habe. So, also dieses Produkt gibt es heute, wo ich den Film drehe, noch nicht. Aber wenn ihr den Film seht, gibt es das vielleicht oder ganz kurz davor. So würde es heißen, Fixie. Bedeutet, diese Flüssigkeit, die hier drin ist, kann jeglichen Lidschatten zum Lidstrich, zum Eyeliner verwandeln. Und ich gehe mit dem befeuchteten Pinsel einfach nur so in eine Ecke von dem Lidschatten, kann man sehen. Ja, ne? Ja. Und rühre mir meine Farbe an. Wenn ihr das nachmachen wollt, erstmal kann man das auch mit Wasser machen, dann ist er aber nicht wischfest. Dann wird er sich verteilen. Das kann einen Vorteil haben, wenn man den noch etwas weich ausblenden will, dann macht man es mit Wasser. Wenn man sagt, nee, das soll so ein richtig schöner, wischfester und nach Möglichkeit auch noch tränenfester Lidstrich sein, dann kann man dieses Fixie benutzen. Bitte macht das nicht überall auf der Palette, sondern immer nur an einer kleinen Stelle. Weil es könnte sein, dass er sich da unten durch das Fixie so ein ganz klein bisschen verhärtet. So, jetzt habe ich meinen Violettton hier drauf und gehe wie mit einem Eyeliner einfach so über den Wimpernrand. Ihr könnt auch wesentlich weniger von der Flüssigkeit nehmen. Ich habe jetzt ein bisschen vieler drauf gehabt. Von daher muss ich ein bisschen rühren in dem Lidschatten. So. Das heißt, ich habe in exakt derselben Farbe meinen Lidstrich. Und das, liebe Mädels, könnt ihr mit jedem Lidschatten machen. Also auch mit euren... Ach, wisst ihr was, da mache ich nochmal einen extra Film drüber. Also jetzt habe ich meinen violetten Lidstrich gemacht. Und dann kommt das ganz besondere Highlight. Zu jeder dieser Dreierpaletten, die wird exakt dasselbe kosten wie die anderen Dreierpaletten auch, gibt es bei dieser Palette eine Gratisprobe. So, deswegen hatte ich auch den Glitzer an den Fingern. So eine Fiole mit diesem violetten Polyester-Glimmer dazu. Hier ist noch kein violetter Glimmer drin. Das habe ich nur gerade rausgeholt, um euch zu zeigen, so wird das dann aussehen, was automatisch zu der violetten Palette mitkommt. Und ich habe es hier drin. Simsalabim. Alle Töne, die es bis jetzt bald geben wird im Shop. Aber ich bin so angefixt von dem Zeug, es wird noch viel, viel mehr Farben geben müssen. Also dieses Violett kommt zu der violetten Palette dazu. Ich zeige euch das gleich. Da muss ich mich aber konzentrieren, damit ich das nicht auskippe, weil das Zeug läuft wie Wasser. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem angefeuchteten Pinsel, mit Fixie angefeuchteten Pinsel hier rein, klopfe wie so tok, 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 wie auf der Zigarette ab, damit der Überschuss runterfällt und gehe dann nochmal drüber. Und setze mir also einen zweiten Lidstrich. Kann man aber auch sofort nur mit dem Glitzer machen. So, und jetzt hoffe ich, dass man das schön so erkennen kann. Ich halte es mal so ein bisschen fest oder nehme einfach mal Augen zu. Ja. Dann auch mal Licht weg, weil ich nicht weiß, wie geht es besser. Könnt ihr das sehen? Ich komme einfach noch mal ein bisschen näher. Sieht man, wie das glitzert? Aber dann mache ich nochmal einen speziellen Film drüber, also mit diesen ganzen Glitzertönen und was man für metallische Lidschatten benutzen kann. Die ihr sonst ja wegtun oder aussortieren solltet, die kann man dann alle im Lidstrich mit Fixie verwenden.
So, also das wäre meine erste Farbpalette. Wie gesagt, wenn der Film online ist, weiß ich noch nicht, ob es da sein wird. Aber es wird dann nur noch so ein paar Tage dauern. Auf jeden Fall vor Weihnachten und ich schätze mal allerspätestens Anfang Dezember. Meine ersten bunten Farben als Lidschatten. So, ich bin jetzt gespannt, was ihr dazu sagt. Das mit dem Glitzer ist einfach der Wahnsinn. Aber ach, das muss ich euch noch zeigen, wie dieser Glitzer aussehen wird. Ja, mit dem direkten Licht ist vielleicht ein bisschen zu viel. So. Ah. Also ich sehe es im Monitor ziemlich blau. Ich hoffe, ihr seht es so violett, wie es ist, weil es ist einfach lila. Oh, traumhaftes Lila. Und was wir hier noch haben, ich mache sie jetzt nicht alle auf, das zeige ich euch tatsächlich irgendwann mal später, ist ein Pink-Rosé, ist ein Mitternachtsblau, ist ein Hellblau, ist ein richtig schönes Grün, ein Schwarz und ein Türkis. Und die kann man sich so im Turm zusammenschrauben, die wird es aber so einzeln geben. Aber wie gesagt, da erzähle ich in einem anderen Film noch drüber. Heute war erstmal wichtig, meine erste Farbpalette. Und das wird eine violette Palette sein, weil ich finde, das kann man zu jeder Augenfarbe sehr, sehr schön tragen. Also in meinem Schminktischchen gibt es erstmal nur meine 5er Palette. Aber in der Schublade habe ich noch so eine ganz alte 5er Sortierung von Dior. Und da ist auch genau dieses Violett drin. Und das habe ich ab und zu mal so gerne benutzt. In den letzten Jahren jetzt eher weniger. Aber da die auf Anfragen kamen, hör mal, kannst du nicht für uns so ein bisschen Farbe machen? Mache ich doch alles. Ihr müsst nur danach fragen. Und wenn es sich umsetzen lässt und wenn es sich finanziell realisieren lässt, weil das bindet natürlich auch immer viel Geld, dann werde ich das versuchen, alles für euch auf die Füße zu stellen, weil ihr sollt doch zufrieden sein, weil ihr seid doch meine Spazimausis. Tschüss! Sorry, das war jetzt ein bisschen kitschig, ne? Aber ich habe euch trotzdem alle lieb. Tschüss. Außer die, die irgendwelche so komischen Kommentare reinschreiben, weil sie irgendwie Panne sind aus lauter Frust oder sowas. Mädels, die Mädels, die sagen, ey, wie sieht die aus, Tüte auf dem Kopf? Dann guck doch einfach nicht hin. Weil die Frauen, die so aussehen wie ich, die freuen sich über diese Videos. Also, in diesem Sinne, tschüss.